Hallo, mein Name ist Kip Supernova, willkommen auf meinem Kanal, heute ohne Fluffo und ich hätte euch sehr gerne heute ein anderes Video gezeigt, nämlich richtig coole Kämpfe im Salmon Run. Es war ein richtig toller Abend. Es gab Nebel, es gab Hochwasser, es gab Nachtszenen und so weiter und so fort. Aber wie ihr schon am Titel sehen könnt, nicht alles geht schief. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht. Im Moment geht vieles schief. Was ihr hier seht, ist eine ältere Aufzeichnung. Warum kein Salmon Run? Tja, entweder meine Capture Card ist kaputt oder irgendwas stimmt mit der Festplatte nicht. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und dann hat das Licht von der Festplatte ein bisschen geblinkt, so wie immer. Dann wurde das Bild plötzlich schwarz und die Festplatte hat nicht mehr aufgezeichnet. Ich habe ein paar Mal versucht, ein paar Mal resettet. Da ich mit Freunden gespielt habe, habe ich da dann irgendwann die Festplatte links und die Capture Card links liegen gelassen und habe halt einfach normal weitergespielt in der Hoffnung, dass die Aufzeichnung doch funktioniert, obwohl das Licht der Festplatte nicht geblinkt hat. Aber Pustekuchen, es war nichts drauf. Dann habe ich eine andere Festplatte getestet. Es kann ja auch sein, dass mit der Festplatte was nicht stimmt. Da hat die Aufnahme ein paar Sekunden gedauert, dann ist der Bildschirm bzw. der Fernsehschirm schwarz geworden und auch hier ist die Aufnahme dann abgebrochen. Jetzt denke ich, wenn der Bildschirm schwarz wird, hat es was mit der Videokarte zu tun und nicht mit der Festplatte. Ich habe beide Festplatten geprüft. Ich habe ja extra eine 2 TB Festplatte mir besorgt für Spieleaufnahmen von der Switch bzw. von der Wii U und da ist noch mehr wie 1,5 TB Platz drauf. Dann habe ich sie defragmentiert. Also da ist nichts. Festplatte sind in Ordnung. Es muss an der Video Capture Card liegen. Das bedeutet, ich kann jetzt momentan keine Aufzeichnungen mehr machen. Wenn ich Videos, Splatoon-Videos bringe für YouTube, dann sind es ältere Aufnahmen. Vielleicht ein paar ältere Sachen, zum Beispiel von Splatfest oder so. Ich möchte natürlich, wenn wieder Splatfest ist, beziehungsweise wenn was anderes ansteht wie Ninjala oder ich hätte auch gerne mal wieder Sonic gespielt, dann sollte das schon funktionieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, liegt es an der Videokarte oder liegt es an der Festplatte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch damit ein bisschen besser auskennt. Wie gesagt, ich bin nicht enttäuscht jetzt von bestimmten Spielen. Es gibt mal gut, es gibt mal schlechte Spiele. Ja, wisst ihr auch, ich bin ein sehr schlechter Verlierer, aber so ist es normal. Ich bin eben enttäuscht wegen der Technik, die momentan hier nicht so gut funktioniert. Aber dieses Spiel sehe ich gerade, habe ich gewonnen. Deswegen gibt es hier ein Win. Ich habe gewonnen, dieses Spiel zumindest. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich will nicht, dass das Video jetzt zu depressiv und zu negativ wird. Ich hätte noch einige andere Sachen zu diesem Thema zu sagen, wegen Enttäuschung und so weiter, aber das spare ich mir. Ist ja schließlich ein Gaming-Kanal. Das war's für heute. Bleibt neugierig und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.